Guten Abend. Guten Abend. So, before we begin the retreat, let us entrust these 3 days of retreat into the Sacred Heart of our Lord. Bevor wir diese 3 Einkehrtage beginnen, lasst uns alles dem Heiligsten Herzen Jesu übergeben. Let it be the Holy Spirit who speaks to us. Und es soll der Heilige Geist sein, der zu uns spricht. Let the Holy Spirit be the retreat preacher. Und der Heilige Geist soll der Exerzitienprediger sein. And all those who listen, all those who come before the Lord may experience His immense love for us. Und alle, die zuhören, die hierher kommen, sollen seine übergroße, unbegreifliche Liebe zu uns erfahren. May all of them may be filled with His peace. Mögen alle erfüllt werden von diesem seinem Frieden. May all of us be touched by His healing touch. Und mögen alle durch die Berührung seiner Heilung berührt werden. And all of us be filled with this joy and love. Und alle von uns sollen mit Freude und Liebe erfüllt und berührt werden. So with our Blessed Mother. Mit der Mutter Gottes. Let us pray to the Lord. Beten wir jetzt zum Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie in der Erde so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldner. Gelobt und angebetet sei ohne Ende.
Jesus Christus, im Allerheiligsten bei Gott verkündet. Wie geht es euch? Good? Yeah. See, now the weather and all is very good. Also das Wetter und das Klima ist sehr schön. Yeah. So I thank the Lord for giving me the opportunity to come to this blessed place again. Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er die Möglichkeit mir geschenkt hat, an diesem gesegneten Ort noch einmal zu kommen. And to see so many faces, smiling faces. Und es ist so schön, in so viele frohe, lächelnde Gesichter zu schauen. Ja, yeah. Correct, no, Silvia? Gut. Ja. Ja. So, by the grace of God, I am also keeping very fine. Also durch die Gnade Gottes geht es mir selbst auch sehr gut. And these days are days of exam. Ich bin stehen in den Tagen des Examens. Ja, yeah. Yesterday there was... then Tuesday I have like that. But gestern hatte ich ein Examen und Dienstag ist das nächste. So I'm finishing my master course. Und ich beende jetzt meinen Meisterkurs. Yeah, in 21st is my defense of the thesis. Also am 20? First. Am 21. ist der Abschluss. Yeah. So please pray for me also. Deswegen bitte ich auch um euer Gebet. Yeah. Then I will continue with the doctorate afterwards. Und danach werde ich weiterhin studieren, um meinen Doktor zu machen. Yeah. So thank you very much for all your prayers. Ich danke euch schon jetzt für alle eure Gebete. And 2 weeks back I have come to Erlangen. Und vor 2 Wochen war ich in Karls Haus in Erlangen. Yeah, with the youth, Jesus Youth. Mit der Jugend für Jesus. Around 40 young people were there. We were having 3 days Pentecostal retreat. Da haben wir die Pfingstexerzitien gehalten und wir waren ungefähr mit 40 jungen Leuten zusammen. So it was a blessing. Das war auch ein großer Segen. Yeah, so now we are here. Und jetzt sind wir hier. What is the speciality of today? Was ist das Besondere heute? Yeah, Feast of the Sacred Heart. Ja, heute ist das Herz-Jesu-Fest. So one day, the catechism teacher asked the students. Einmal hat der Katechismuslehrer seine Schüler gefragt. You may know this. Das wisst ihr vielleicht. Yeah, what is the difference between the heart of Jesus and your heart? Und er hat gefragt, was ist der Unterschied zwischen dem Herz Jesu und eurem Herzen? Any answer? Wisst ihr eine Antwort? So the students said. Und die Studierenden, die Schüler haben gesagt. The difference is. Der Unterschied besteht darin. Jesus' heart is outside and our heart is inside. Das Herz Jesu ist nach außen hin und unser Herz ist nach innen. No, the children told like that. So haben die Schüler geantwortet. No. Means, no, there is a song. Und es gibt so ein Lied. No. I'll sing. Ich werde euch das mal vorsingen. Okay, I'll try. Ich versuch's. Heart of Jesus, heart of Jesus, burning with love for me. Inflame my heart with love for thee. Das heißt übersetzt, Herz Jesu, du brennst aus Liebe für mich und entflamme mein Herz mit Liebe zu dir. Ja. So the Sacred Heart of Jesus burning with love for us. Actually, we will see in the homily more about the Sacred Heart. Also das heiligste Herz Jesu, es brennt aus Liebe für uns und wir werden gleich während der Predigt in der Heiligen Messe noch mehr darüber hören. So when Sister was asking this week, what theme we will take? Und als ich gefragt wurde, welches Thema machen wir in diesen Tagen? So that time when I thought, okay, I thought we will take about interior freedom. Und dann habe ich darüber nachgedacht und gebetet und ich habe mich entschieden, dass wir über die innere Freiheit sprechen wollen. So these 3 days we will be talking about that.
In diesen 3 Tagen werden wir als roter Faden darüber sprechen. So slowly, slowly we will progress. Und Schritt für Schritt werden wir da vorangehen. Actually, you know, for what is, where is the true freedom and for what purpose is true freedom? Also, wofür ist die wahre Freiheit und welche Absicht steckt dahinter? Actually, when we look carefully, true freedom is to love. Also, wenn wir ganz vorsichtig und intensiv hinschauen, dann werden wir erkennen, dass die wahre Freiheit zu lieben ist. And where there is true love, there is freedom. Und da, wo wirklich die wahre Liebe ist, da ist auch Freiheit. So, when the love increases, freedom also increases. We'll see these days. Und wir werden das in diesen Tagen sehen. Wenn die Liebe wächst, dann wächst gleichzeitig auch die Freiheit. When the love increases, freedom increases. Wenn die Liebe zunimmt, dann wird auch die Freiheit größer werden. Actually, when we will not have freedom, when our hearts are closed. Also wenn wir keine Freiheit haben, wenn unser Herz eng ist. No, our hearts are closed. Wenn unsere Herzen eng und verschlossen sind. Closed to others. Den anderen gegenüber verschlossen oder hart sind. Closed to God. Oder verschlossen Gott gegenüber. No, then we are in a way in slavery. Dann sind wir in einer gewissen Weise versklavt. Okay, so today we will in the first session we will take about what is freedom. Also heute in der ersten Einheit wollen wir darüber sprechen, was ist Freiheit? And in this modern world, in dieser modernen Welt, in der wir leben, the world teaches us that God is the number one enemy of freedom. Und die moderne Welt lehrt uns, dass der erste Feind der Freiheit in uns ist. Genau. So if you want to have true freedom, you have to get rid of God. That is the world teaches us today. Also die Welt sagt, wenn ihr wirklich frei sein wollt, dann müsst ihr euch von Gott verabschieden. So they are trying to make a society without God. Also es wird versucht, eine Gesellschaft ohne Gott herzustellen. No? So actually what happened? Also was geschieht dadurch? The more we go away from God, je mehr wir tatsächlich von Gott uns entfernen, we lose our freedom actually. Ist es aber in der Tat so, dass wir dann noch mehr unsere Freiheit verlieren? But the more we come closer to the Lord, aber je näher wir wirklich dem Herrn kommen, no, we will be filled with love, filled with freedom. Je mehr werden wir mit Liebe erfüllt und je mehr werden wir in die Freiheit kommen. Because he is the source of the freedom. Weil Jesus selbst ist die Quelle der Freiheit. So one of the temptations is to keep aside God to, you know, to the side. Also eine Versuchung ist einfach, Gott an die Seite zu schieben. Not on the center. Also Gott steht nicht mehr in der Mitte. No? To the side. Er steht abseits. For example. Ein Beispiel dafür. So what happens when we keep the Lord to the side? Also was geschieht, wenn wir Gott an die Seite schieben? When somebody, you know, rejects God in their life. Also wenn jemand Gott zum Beispiel in seinem Leben ablehnt. So the best example for that is the prodigal son. Also ein gutes Beispiel dafür finden wir in dem verlorenen Sohn. Did he have freedom? War er wirklich frei? Huh? Did he have free? Initially he thought freedom means doing whatever he wants. Also er hat zunächst gedacht, Freiheit bedeutet, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte. So he went away. Deswegen ist er weggegangen. No? And enjoyed his freedom. Und er hat seine Freiheit genossen. No? But what happened? Aber was geschah? What happened? Was geschah? The one who was in father's house, a Jew, now he is in the, you know, big stack. Der im Haus seines Vaters war, er ist jetzt im Schweinestall gelandet. No, Jew, you know the peculiarity of Jews, no, they don't like the pigs, right? Und ihr wisst, für Juden ist es ganz besonders schlimm, bei den Schweinen zu sein. But now he is with the pigs. Und er ist jetzt bei den Schweinen. But then he started to think. Und da kam er zur Besinnung. Then he understood that, no, what he has done is wrong. He went back.
Und er hat die Einsicht, dass das, was er getan hat, falsch war, und er ist umgekehrt. And the father embraced him. Und der Vater umarmte ihn. And cried. Und weinte. And he told. Und sagte zu ihm. He did not ask anything about the past. Und der Vater hat nichts über die Vergangenheit gefragt. No. But he reinstated, restored everything he had lost. Und der Vater hat alles wiederhergestellt. Er hat ihn in alles wieder hineingenommen, was der Sohn verloren hatte. And he understood that there is a father who is always waiting for me, whatever I have committed or how far I have gone away from the Lord. Und er hat verstanden, es gibt wirklich einen Vater, der auf mich wartet und der mir alles vergibt, was ich auch getan habe, der mich wieder einsetzt und der nicht auf die Vergangenheit schaut. So my question is, deswegen jetzt meine Frage an euch. Suppose if I remove God from my life. Also stellt euch vor, ich beseitige Gott aus meinem Leben. If I want to come back. Wenn ich dann zurückkommen möchte. Where I will come back. Wo komme ich dann hin? To whom I will go. Wohin werde ich dann gehen? Whom we will go. Wohin werden wir gehen? Whom I can trust. Wem kann ich vertrauen? Who will accept me in my miserable state? Wer wird mich in dieser miserablen Situation, in dieser meinem Zustand aufnehmen, akzeptieren? Then there will not be a return for me. Und deswegen gibt es für mich keinen Weg zurück. I will be damned. Ich bin wie verdammt. See, that is what Satan wants. Und genau das ist es, was der Satan wünscht. No, not allowing anybody to return to the Father. Ja, der Satan möchte es niemandem gestatten, zum Vater zurückzukehren. No, not to give a possibility to come back. Er möchte keine Möglichkeit geben, um zurückzukehren. But to be damned forever. Er möchte, dass wir für immer verdammt sind. See? That's the game of Satan. Also das ist das, was der Satan beabsichtigt, was er möchte. But when we have God. Aber wenn wir Gott haben. Even if we have gone far away from the Lord. Selbst wenn wir uns weit von ihm entfernt haben. No, we have that possibility. Dann haben wir diese Möglichkeit. To come back to our Father. Zurückzukehren zum Vater. Who tells us? Und wer sagt uns das? No matter what you have done. Egal, was du getan hast. You are still my son. Du bist immer noch mein Kind. You are still my daughter. Du bist noch meine Tochter, mein Sohn. And you have always a place in my house. Und du hast immer einen Platz in meinem Haus. Not like a servant. Nicht wie ein Knecht. But as my child. So wie mein Kind. Du bleibst mein Kind. See, that's our Lord. So ist unser Herr. So one of the traps Satan puts in our life is etwas, was der Satan in unser Leben hineinsät, ist to put the Lord to the side. Dass wir den Herrn wirklich an die Seite schieben. And to make us think that to make us feel that God is the enemy of our freedom. Und dass wir das den Eindruck haben, dass Gott ein Feind unserer Freiheit ist. Yeah. Because he put lot of laws. So dass wir denken, Gott hat so viele Gesetze gegeben, damit. And he will tell, please don't do this, do like this. Und der Satan sagt, gehorcht es nicht, macht es lieber anders. No, no. God gives commandments. Gott gibt Gebote. So it is against my freedom. Und diese Gebote gibt Gott gegen meine Freiheit, damit ich nicht frei bin. So in the modern world people think freedom in four ways. Und in der modernen Welt denken die Menschen Frieden in vier Arten Weisen. People think that if I have so much power, I have freedom. Das erste ist, dass die Menschen denken, wenn ich Macht habe, wenn ich dann bin ich frei. If I have lot of power. Wenn ich viel Macht habe. If I have lot of hold, lot of money. Wenn ich viel Vermögen habe, viel Geld habe. I have freedom. Dann bin ich frei. So everything depends upon my power and my money and other things. Also alles hängt von meiner Macht, von meinem Geld und diesen Dingen ab. So what happens? Aber was geschieht dann? My priority. Meine Priorität. My preoccupation.
das, wo ich meine größte Aufmerksamkeit drauf richte, to increase that, will be to increase that. Ist, dass ich das vermehre, dass ich das emporhebe. So what will be my focus? Worauf konzentriere ich mich also? On my riches. Auf mein Reichtum. On my power. Auf meine Macht. On my position. Auf meine Position. No, people say that in the world, the people who sleep very peacefully are the poor people. Und in der Welt sagt man, die Menschen, die wirklich friedvoll schlafen können, das sind die Armen. Because they have nothing to lose. Weil sie haben nichts zu verlieren. There is nothing to be afraid to be taken away from them. Sie brauchen sich nicht zu fürchten, dass ihnen was weggenommen wird. Yeah. But many people who are so rich. Aber so viele, die Reichtum haben. And who are selfish. Und die selbstsicher sind. No. Yeah, they are afraid if somebody will take away their power or take away their money or possession. Die haben Angst darum, dass ihnen irgendwas von ihrer Position, von ihrem Geld, von ihrem Reichtum genommen werden könnte. Because they feel that lack of security. Weil sie spüren diesen Mangel an Sicherheit, wenn ihnen das genommen wird. Because they put their trust, they put their security in the power, in the money. Weil sie haben ihre ganze Sicherheit in das Geld gelegt. But the poor put the security in the Lord. Aber die Armen haben ihre Sicherheit im Herrn. See, that's why, you know, the difference between the freedom of a child and freedom of all of us. Also darin liegt der Unterschied zwischen der Freiheit eines Kindes und der Freiheit eines jeden von uns. See, you imagine, when a child is alone, when a baby, maybe 2 or 3 years old baby is there. Stellt euch vor, da ist ein Kind ganz alleine, 2, 3 Jahre alt. Remember, the parents are not there. Und stellt euch vor, die Eltern sind nicht da. What he or she will do? Was wird das Kind tun? Then second case, you imagine that the parents are there and he or she sees that the parents are seeing him or her. Und dann stellt euch vor, das Kind ist wieder in der Situation, die Eltern sind da und das Kind sieht, dass die Eltern da sind. What he or she will do? Was wird das Kind dann tun? See, in the first case he will be afraid. Also im ersten Fall wird das Kind Angst haben, wo es alleine ist. Because he didn't have the security. Weil es hat nicht diese Sicherheit. But in the second case. Aber im zweiten Fall. He has that confidence that my loving father is seeing me. Hat dieses Kind diese Zuversicht, dass mein liebender Vater doch einen Blick auf mich hat. And he will take care of me. Und er wird sich doch um mich kümmern. That is confidence. Das nennen wir Zuversicht. That is trust. Das ist Vertrauen. Then he have the total freedom. Und dann hat dieses Kind die vollständige Freiheit. Yes or no? Ist das so? Because when the child is under the eyes of a loving father, caring father. Denn wenn das Kind unter diesem lieben Blick eines sorgenden Vaters ist, then he has complete freedom. Dann hat es die vollständige Freiheit. Even if he goes astray, the father or the mother will take care. Eben, selbst wenn es weiter weggeht oder irgendetwas passiert, der Vater oder die Mutter, sie werden sich kümmern. Nothing is limiting him. Nichts begrenzt dieses Kind. Es ist nicht eingeschränkt. See, that is freedom. Das ist wirklich Freiheit. That's true freedom. Das ist wahre Freiheit. No? Under the eyes of God. Unter den Augen Gottes zu sein. Trusting in his merciful love. Seiner barmherzigen Liebe zu vertrauen. That my God, for my God, I am a child. Dass für meinen Gott ich das Kind bin. Always. Immer. In my sinfulness and in my holiness. In meiner Sündhaftigkeit und in meiner Heiligkeit. In my sickness and in my health. In meiner Krankheit und in meiner Gesundheit. Or in my sadness or in my joy. In meiner Traurigkeit und in meiner Freude. No, he is always there. Er ist immer da. And does it matter for him whether I am a sinful child or a holy child? Und für ihn ist es nicht so entscheidend, ob ich sündig bin oder ob ich heilig bin. For him I am a child. Für ihn bin ich sein Kind. And it is not my merit which causes him to love me. Und es ist nicht mein Verdienst, dass er mich liebt. But it is his love. Es ist einfach seine Liebe. It is his gift. Sein Geschenk. It's a grace. Eine Gnade. Okay. So
So the people in the world tells that freedom depends upon power, possession, money. Also wir haben gesehen, die Menschen in der Welt, sie denken, die Freiheit hängt davon ab, ob ich eine Position, Macht und Geld habe. But suppose what happened when you lose your position. Aber stellt euch vor, was geschieht, wenn ihr eure Position verliert? What happened to the freedom? Was ist dann mit eurer Freiheit? No? Suppose you lose the money. Stellt ihr vor, ihr verliert das Geld. Because this position, the power, all those became the God for yours. Weil alle diese Dinge, die Position, der Reichtum, das Geld, sie sind für euch zum Gott geworden. Okay, the second way in which the world teaches us is. Jetzt das zweite, was uns die Welt lehrt, wie Freiheit ist. Freedom is the opportunity, the possibility to choose. Also Freiheit ist eine Möglichkeit, die wir wählen können. If I have plenty of choices, I have a lot of freedom. Wenn ich so viel auswählen kann, dann bin ich frei. No? Suppose you go to a supermarket. Stellt euch vor, ihr geht ins Geschäft. Suppose you want to go and buy a yogurt. Stellt euch vor, ihr wollt einfach mal einen Joghurt kaufen. When you go to a big supermarket, wenn ihr in ein großes Geschäft geht, there will be so many varieties. Dann habt ihr so viel Auswahl. You have a lot of freedom, right? Und dann habt ihr so eine Freiheit, which auszuwählen. Which one you will choose? Welches werdet ihr auswählen? Sometimes it becomes difficult. Manchmal ist es schwierig. Sometimes when there are a lot of selections. Manchmal, wenn ihr geht und es gibt so viel Auswahl. Maybe some of the things which you like may be very expensive. Vielleicht sind dann gerade die Dinge, die ihr so gerne mögt, so teuer. It will be beyond your budget. Und vielleicht teurer als euer Budget es erlaubt. What you will choose? Was werdet ihr dann auswählen? No, you have to be happy with something which is cheaper. Also, ihr müsst dann einfach glücklich sein mit etwas, was ein bisschen billiger ist. But you have seen the other one. Aber ihr habt das andere gesehen. So will you be happy? Also werdet ihr jetzt glücklich so sein? So lot of tension happens in your life. Also so viele Spannungen gibt es in eurem Leben. So what are you having freedom? Also habt ihr jetzt wirklich Freiheit? So what happened? Was geschieht? So what happens? The choice is not actually what gives you freedom. Also die Auswahl, die wir haben, ist nicht wirklich das, was uns frei macht. If you have a lot of choice, it's good. Wenn ihr so viel Auswahl habt, okay, das ist gut. But it can cause problem. Aber es kann auch zu Problemen führen. No? For example. Ein Beispiel. In order to choose one means. Also um eins auszuwählen bedeutet es. You have to renounce all others. Müsst ihr das andere alle abnehmen. Yes or no? In order to choose one, you have to renounce everything else. Also um eines zu wählen, müsst ihr das andere ablehnen. To renounce is difficult. Und abzulehnen ist nicht so einfach. Yes or no? Stimmt das? Yeah. I will tell you an example. Ich gebe euch ein Beispiel dazu. So here we have Brother Thomas Paul and Karl. Also zum Beispiel ist der Thomas Paul und der Karl. Okay. There were so many women in the world. Es gibt so viele Frauen auf der ganzen Welt. Yes or no? Ja. But they God gave them the opportunity to choose only one. Aber Gott hat ihnen die Möglichkeit gegeben, nur eine einzige auszuwählen. And they have chosen only one. Und sie haben jeder eine ausgewählt. And that means that. Und das bedeutet, when they chose one, wenn sie eine ausgewählt haben, they renounce all the other women. Dann mussten sie alle anderen ablehnen. Yes or no? Stimmt das? It is not like there were no other beautiful or talented women in the world. Es ist ja nicht so, als gäbe es nicht noch andere schöne und begabte Frauen in der Welt. And there is not much difference between Thomas, Paul, Karl and myself. Und es gibt nicht so einen großen Unterschied zwischen Thomas, Paul, Karl und mir zum Beispiel. See, for us, we have to renounce all women in the world. Bei mir ist es so, ich muss alle Frauen in der Welt ablehnen. And they have to renounce all the women in the world minus one. Also, und diese beiden müssen alle Frauen in der Welt ablehnen, bis auf die eine. Ja. Yeah. Yes or no? So no, not much difference. Also der Unterschied ist gar nicht so groß. So we all are almost same. Also es ist fast das gleiche. Yes or no? Ist es so? See, that means in order to choose one, you have to renounce the others. Also das heißt, um mich für eins zu entscheiden, eins auszuwählen, muss ich das andere ablehnen. Ja. Yeah. You know why?
in this modern world, many of the young people are not ready to commit themselves. Und ihr wisst, in dieser modernen Welt ist es vielen jungen Leuten nicht möglich, commit themselves, sich selbst to marry also to marry. Selbst zu entscheiden, zum Beispiel zu heiraten. Because when they marry, they can choose only one. Weil wenn sie heiraten, dann können sie sich nur für eine entscheiden. But if they don't marry, aber wenn sie nicht heiraten, they think that they can choose one for somebody sometime, then another sometime, then another sometime. Dann denken sie vielleicht, ja, ich kann mir für eine bestimmte Zeit die aussuchen, dann die nächste für die nächste Zeit und so weiter. So let me ask you a question. Und lass mich deswegen euch noch eine Frage stellen. Are they happy? Sind sie dann glücklich? No. Because they are not happy with one, that's why they are changing to another one. After that, they are not happy with that, then change to another one. Also, sie haben sich für eine entschieden, aber sie sind nicht glücklich mit ihr. Darum nehmen sie die nächste und auch mit der sind sie nicht glücklich und sie nehmen die nächste. See, always our expectations increase, not decrease, increase. Und deswegen ist es so, die Erwartungen wachsen immer mehr. And now human beings, we cannot. No, fulfill the expectations of the others always. Und das ist so, wir Menschen können niemals die Erwartungen des anderen erfüllen. Because we are limited. Weil wir sind begrenzt. Only he can fulfill all our expectations. Nur Gott, er kann alle unsere Erwartungen erfüllen. So let us not trapped in the game of Satan saying that freedom means a lot of possibilities. Also, und lasst uns nicht dieser Versuchung wieder fallen, dass wir denken, Freiheit besteht darin, so eine große Auswahl zu haben und entscheiden zu können. Yeah. Marriage is beautiful. Natürlich ist es wunderbar, zu heiraten und sich zu binden. But demands faithfulness. Aber es braucht eben Treue. It is not easy. Und das ist nicht leicht. No? But there will be more love. Aber dadurch haben wir mehr Liebe. And true love. Und wahre Liebe. No? What is the difference between the love between a couple, married couple, and love between two boy and a girl? Also was ist jetzt der Unterschied zwischen einem verheirateten Paar und der Liebe zwischen einem verheirateten Paar und der Liebe zwischen einfach Jungen und Mädchen? See, the love between a husband and a wife more or less will be true love. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist wahre Liebe. No, not for seeking anything. Nicht um etwas zu suchen, zu erwarten. But the other one is maybe for pleasure or for my own desires. Aber diese andere Liebe einfach zwischen Junge und Mädchen ist für Vergnügen, um etwas zu suchen, Sehnsüchte zu erfüllen. Yeah. And another way the world teaches us is. Das dritte ist jetzt, was uns die Welt lehrt, was Freiheit ist. It's like independence. Unabhängigkeit. No, I don't want to depend on anybody. Ich möchte von niemandem abhängig sein. No, freedom means allowing me to do everything what I want. Freiheit bedeutet dann, ich bin, kann tun, was ich will. Yeah. See, for example, our prodigal son. Denken wir wieder an diesen verlorenen Sohn. No, he didn't want to obey what the father said. Er wollte dem nicht gehorchen, was der Vater ihm sagte. No, but what happened at the end? Aber was geschah am Ende? No, he was totally lost. Er war verloren. No, see, we have said an example of a child before the parents. Wir haben dieses Beispiel gesehen, dieses Kind und unter den Augen der Eltern. The child is totally dependent on the parents. Als Kind hängt völlig ab von den Eltern. See, when the child is totally dependent on a loving father or a mother, he has total freedom. Und das Kind, was wirklich vollständig abhängig ist von Vater und Mutter, es ist völlig frei. Yeah, actually, depending on God, who is the source of freedom, gives us immense interior freedom. Also wirklich von Gott abhängig zu sein, der selbst die Quelle der Freiheit ist, das schenkt uns eine vollständige innere Freiheit. No? So freedom is not, no, able to do whatever I want. Also Freiheit bedeutet nicht, dass ich einfach tun und lassen kann, was ich will. Yeah. And
And the scripture says, where the Spirit of God is, there is freedom. Und die Heilige Schrift sagt uns, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Now, where the Spirit of God is, there is freedom. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. And you know, in order to have freedom, we need three things. Und um diese Freiheit zu haben, brauchen wir dreierlei. No? When we have faith, hope and charity, this freedom will increase, I'll tell. Wenn wir Glaube, Hoffnung und Liebe haben, dann wird diese innere Freiheit wachsen. Ich sag's euch. Actually, when do you feel you are tied? What? You are tied or you are imprisoned or you are a slave. Wann fühlt ihr euch gebunden oder versklavt? When is your heart closed? Wann ist euer Herz eng und verschlossen? When you feel that there is no hope. Wenn ihr keine Hoffnung habt. Yes or no? Stimmt das? When you don't have any hope. Wenn ihr keine Hoffnung habt. When you have a lot of fear. Wenn ihr viel Angst habt. Yeah? When you have a lot of anger. Wenn ihr viel Wut habt. Those times you feel you don't have any hope. In diesen Situationen habt ihr keine Hoffnung. So what happened? I close myself. Und in diesem Zustand verschließen wir uns selbst. Yes or no? Stimmt das? See, when I don't have that interior peace. Wenn ich nicht diesen inneren Frieden habe, I close myself. Dann verschließe ich mich. So you know, I said freedom is freedom to love. Also ich habe gesagt, Freiheit ist die Freiheit zu lieben. But in order to have love, we should have hope. Aber um lieben zu können, brauchen wir Hoffnung. And in order to have hope, we need faith. Und um Hoffnung zu haben, brauchen wir Glauben. No, actually, now we will go from faith, hope, and to love. Und jetzt gehen wir wieder rückwärts vom Glauben zur Hoffnung zur Liebe. So if there is more faith, hope, and love, there will be more freedom. Also wenn mehr Glaube, Hoffnung und Liebe da ist, dann ist da auch eine große innere Freiheit. For example, ein Beispiel. Love is like a flower. Die Liebe ist wie eine Blume. So in order to flower to bloom, also damit die Blume aufblühen kann, you have to give, you have to nurture it, you have to give the required environment. Also müssen wir der Blume das geben, was sie braucht. Yes or no, you have to give water, you have to give manure. Also wir müssen guten Boden geben, wir müssen Wasser geben, huh? Dünger. So that environment which you give is hope. Und diese Zutaten, diesen Dünger, den wir geben, ist die Hoffnung. My question is. Meine Frage jetzt. When you have fear. Wenn du Angst hast. When you don't have hope. Wenn du keine Hoffnung can hast. Can you love? Kannst du dann lieben? No, we cannot. Nein, das können wir so nicht. So in order to love, we should have hope, we should have trust. Also um lieben zu können, brauchen wir Hoffnung, brauchen wir Vertrauen. No, we should have trust. Wir sollen Vertrauen, müssen Vertrauen haben. And what gives us hope? Und was schenkt uns diese Hoffnung? It's the faith. Das ist der Glaube. And what is faith? Und was ist Glaube? Faith is no believing what the Lord has told. Glaube heißt, daran festzuhalten, dem zu glauben, was der Herr uns sagt. No, the Lord has said, I will be with you. Und der Herr hat gesagt, ich werde mit euch sein. Yeah. So, when I don't believe in that, wenn ich daran nicht glaube, there will not be any hope. Dann habe ich keine Hoffnung. So, when I believe that the Lord is with me, wenn ich glaube, dass der Herr mit mir ist, it gives me hope. Das gibt mir Hoffnung. Even if I am a sinner. Selbst wenn ich ein Sünder bin, he welcomes me. Heißt er mich willkommen? He accepts me. Nimmt er mich an? And he loves me. Und er liebt mich. And he will restore me whatever I have lost. Und er wird mir das zurückgeben, was ich immer verloren habe. So what happened? That gives me immense freedom. Und das schenkt mir eine unendliche Freiheit. No? So in order to have freedom, we need love. Also, um wirklich diese Freiheit zu haben, brauchen wir Liebe. And for freedom we need love, and in order to have authentic love, we also need freedom. Also, um frei zu sein, brauchen wir Freiheit. Aber um wirklich frei zu sein, brauchen wir Liebe. For example. Zum Beispiel. Now, in order to have authentic love. Also, um wirklich authentisch zu lieben. We need to have freedom. Dafür brauchen wir Freiheit. For example, a husband and a wife.
Denken wir noch einmal an Mann und Frau. No, when they when the marry. Weil als sie verheiratet sind. No, they marry with full freedom. Haben sie geheiratet in voller Freiheit. Freely. Freiwillig. And they are not telling that I am loving you because you give me a lot of money. Und sie sagen nicht zueinander, ich liebe dich, weil du mir so viel Geld gibst. No, I love you because you are so beautiful. Ich liebe dich, weil du so schön bist. No, all these things may disappear. Alle diese Dinge verschwinden. But I love you freely. I give myself completely to you. Ich liebe dich ganz freiwillig. Ich gebe mich selbst ganz dir. And so in order to have true love, there should be freedom. Also um wirklich diese wahre Liebe zu haben, muss die Freiheit da sein. And the opposite also. Und genauso umgekehrt. And in order to have true freedom, we need love. Und um wirklich innere Freiheit zu haben, brauchen wir Liebe. See, God loves us. Und sehen wir, Gott liebt uns. No, that's why he has given us that freedom. Und deswegen hat er uns diese Freiheit geschenkt. Otherwise he could have stopped when Adam and Eve wanted to sin. Also sonst hätte er eingreifen können, als Adam und Eva sündigten. Ja, he could also, but he respects. Aber er hat das akzeptiert, er hat das wahrgenommen. That is true love. Das ist wahre Liebe. So what is freedom? Also was ist jetzt Freiheit? What gives us freedom? Was schenkt uns diese innere Freiheit? What gives us freedom is faith, hope and love. Was uns wirklich diese innere Freiheit schenkt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. If there is more faith, wenn da mehr Glaube ist, there will be more hope. Dann ist auch eine größere Hoffnung. When there is more hope, und wenn mehr Hoffnung da ist, the flower of love will flower. Dann wird diese Blume der Liebe aufblühen. No, it will have that environment for love to grow. Also es hat diesen Dünger, um zu wachsen. It's like the Holy Trinity. So wie bei der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Brother Thomas Paul used to say, no, Holy Trinity is like the plane. No? Also ihr wisst, Thomas Paul sagt immer, die allerheiligste Dreifaltigkeit ist wie ein Flugzeug. So the two wings are the Father and the Son. Diese beiden Flügel sind der Vater und der Sohn. And the engine is the Holy Spirit. Und die Maschine ist der Heilige Geist. I would like to use that for the same theological virtue of faith, hope and love. Und ich möchte das in gleicher Weise gebrauchen für diese drei göttlichen Tugenden der Glaube, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. And faith and hope is only for the earthly life. Und Glaube und Hoffnung sind nur für das irdische Leben. Because when we reach heaven, there is no faith, there is no hope. Wenn wir nämlich im Himmel ankommen, dann brauchen wir keinen Glauben und keine Hoffnung mehr. Because we don't need. Brauchen wir nicht mehr. Because when we go there, we already see the Lord. Weil wenn wir im Himmel sind, dann sehen wir den Herrn ja bereits. And there is no need of hope in heaven. Deswegen brauchen wir keine Hoffnung mehr. Because we already received what we wanted, what we wished. Weil wir empfangen dort bereits alles, was wir uns ersehnt und gewünscht haben. That's why Saint Paul says. Und deswegen sagt der heilige Paulus. Now there are three things. Diese drei Dinge. Faith, hope and love. Glaube, Hoffnung, Liebe. But the greatest among all these is. Aber das Größte unter ihnen ist die Love. Liebe. And it is for eternal. Und das ist für die Ewigkeit. Because when we reach heaven, there is no need of faith, there is no need of hope, but there will be only love. Weil wenn wir im Himmel ankommen, dann brauchen wir keinen Glauben mehr, dann brauchen wir keine Hoffnung mehr, weil da ist nur noch Liebe. So, I'll come back to that example of the airplane. Also komme ich zurück zu dem Beispiel mit dem Flugzeug. So faith and hope is like these two wings. Also Glaube und Hoffnung sind wie diese beiden Flügel. No. Suppose and these two are required in order to love. Und diese beiden Flügel sind dafür da, damit wir lieben. But if the wings are longer and stronger. Und wenn diese beiden Flügel stärker und länger sind, then it can fly high. Dann kann man noch höher fliegen. Means love can grow higher and higher. Das heißt, die Liebe kann größer und größer wachsen. So it everything depends upon our faith and our hope. Das sagt uns, dass alles abhängig ist von unserem Glauben und unserer Hoffnung. Our trust. Von unserem Vertrauen. This we will see tomorrow. Das werden wir morgen
intensiver sehen. How we will be able to increase our faith, the trust and the love. Also, wie sind wir jetzt in der Lage, dass wir unseren Glauben, unsere Hoffnung, unsere Liebe stärken? And our Christian life is a life of faith, hope and love. Und unser christliches Leben, es ist ein Leben im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Whatever be the situation. Was immer auch die Situation sein mag. No, we will have that inner peace. Wir brauchen diesen inneren Frieden. For example. Zum Beispiel. Saint Maximilian Kolbe. Denken wir an den heiligen Maximilian Kolbe. No, he was about to die, but he was so happy and gave courage for others. Er war, es war klar, dass er sterben müsste, aber er war in so einer Freude, dass er die Mitgefangenen noch ermutigen konnte. Because he had that hope, he had the faith. Weil er diese Hoffnung und diesen Glauben hatte. So he was able to love. Deswegen war er in der Lage zu lieben. So in short, what I want to say is. Also kurz gesagt, was ich sagen wollte ist. The greater our love is. Je größer unsere Liebe ist, the greater will be our inner freedom. Je größer ist auch unsere innere Freiheit. The greater the Lord is in our hearts. Je größer der Herr in unserem Herzen ist, the greater our trust in the Lord. So je größer ist auch unser Vertrauen in den Herrn. The greater our freedom will be. Und je größer wird auch unsere Freiheit sein. No? So freedom is a life of faith, hope and love. Also die innere Freiheit ist ein Leben im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. So, I would like to conclude with the message of Jesus. Ich möchte mit einer Botschaft von Jesus aufhören. So before that, I would like to say this. All these I got from a father called Jack Philippi. Und alles, ich möchte erst noch sagen, dass alles das, was ich euch vorgetragen habe, basiert auf etwas, was ich von Jacques Philippe gelesen and habe. These 3 days we will be basing on his teachings. Und in diesen 3 Tagen werden wir uns auf seine Lehre berufen. Maybe Carl may know him. Vielleicht kennt Carl Jacques Philippe. Because he is a priest from the community of the Beatitudes. Weil er ist ein Priester aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen. And all this he has written in a book called Interior Freedom. Und all das hat er in diesem kleinen Büchlein geschrieben, genannt Innere Freiheit. No, he is a world famous spiritual retreat preacher. Er ist ein weltbekannter Exerzitienmeister. Okay, so I would like to conclude with the message of Jesus. Ich möchte jetzt, wie gesagt, aufhören mit einer Botschaft von Jesus. This is a message Jesus gave to a Benedictine monk. Also das ist eine Botschaft, die Jesus einem Benediktinermönch gegeben hat. Okay, when he is in front of the Blessed Sacrament. Ein Benediktiner, der vor dem Allerheiligsten Sakrament gebetet hat. Okay, and that it is everything is in a book called In Sinu Jesu. Und das alles finden wir in diesem Buch im Schoße Jesu. In Sinu Jesu means at the side of am Herzen Jesu, im Schoß Jesu. Okay, he tells like this. Jesus tells the priest. Und in diesem, da sagt eben Jesus zu diesem Priester. He tells quoting John 14:1. Und da zitiert er Johannes 14:1. Let not your heart be troubled. Seid nicht beunruhigt. You believe in God and believe in me. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Don't be afraid. Habt keine Angst. So he tells. Und dann sagt er Jesus eben zu diesem Priester. A troubled heart is always an indication of one's lack of trust in me. Also ein Herz, was besorgt ist, zeigt immer, dass es einen Mangel an Vertrauen zu mir hat. Trouble, interior disquiet comes from wanting to control and manage the things that are better left to me. Und ein beunruhigtes Herz in Sorge und Schwierigkeiten ist ein Herz, das sich um Dinge kümmert, die es besser mir überlassen sollte. And whenever you come up against something that contradicts your plans or fails to meet your expectation, give that thing, that situation, that disappointment to me. Und immer wenn es euch geschieht, dass eure Pläne in irgendeiner Weise durchkreuzt werden und ihr nicht das tun wollt, was ihr denkt, was ihr tun sollt, dann übergebt es mir. Entrust it to my heart. Übergebt es meinem Herzen. And don't worry about it afterwards. Und dann macht euch bitte keine Sorgen mehr darum.
I am not distant from you. Ich bin nicht fern von euch. He tells. Und dann sagt er weiter. Make frequent acts of trust and abandonment. Also acts of trust. Macht ein Akt des Vertrauens. And let go of the things that you cling to most tightly. Und lasst los, was ihr, woran ihr festhalten wollt. Our attachments, no? Daran, wo ihr festhalten wollt. Let it go. Lasst das los. Come to me with empty hands. Kommt zu mir mit leeren Händen. Hold on to nothing. Haltet an nichts fest. Not even to your own plans. Nicht mal an euren eigenen Plänen und Vorstellungen. If the things that you want for yourself are good, wenn die Dinge, die ihr für euch selbst wünscht, gut sind, the things I want for you are infinitely better. Dann sind aber die Dinge, die ich für euch wünsche, unendlich besser. When you find something difficult or beyond strength, wenn ihr etwas schwierig findet oder dass es euch übersteigt, ask me to do it for you. Dann bittet mich, dass ich das für euch tue. Even to leave it undone. Und lasst es ungetan. Then if it is not done, believe that it is not my will. Und wenn es nicht gelingt, wenn es nicht getan werden kann, dann glaubt, dass es nicht mein Wille ist. The things that weigh upon you most heavily. Und die Dinge, die euch sehr schwer sind. The things that cause you the most anxiety and distress. Und Dinge, die euch alles kosten. Are the very things I want you to abandon to me. Das sind die Dinge, die ich von euch möchte, dass ihr sie mir übergebt. When a particular person, wenn eine besondere Person becomes for you a cause of worry or distress, wenn die für euch zu einem Fluch oder zu einer Zerstörung werden, give that brother or sister to me. Dann übergebt sie bitte mir. And represent him or her before the Eucharistic Lord. Und setzt diese Person vor das Allerheiligste. You will see changes in him. Und dann werdet ihr sehen, dass sich diese Person verändert. That only my grace can produce. Und das kann nur meine Gnade bewirken. When something becomes a cause of anguish or makes you fearful. Oder wenn es etwas gibt, was euch wütend oder ängstlich macht. Or takes away your peace. Oder euch den Frieden rauben möchte. Give that to me immediately. Also gebt es auch bitte sofort zu mir. And remember, und erinnert euch. Once you have given me, wenn ihr es mir einmal gegeben habt. Don't worry about that. Und dann macht euch bitte keine Sorgen mehr darum. Don't ask me back. Und nehmt es euch nicht zurück. No? See, that is what the Lord is telling us. Das ist es, was der Herr uns sagt. So this is our hope. Das ist unsere Hoffnung. Our trust. Unser Vertrauen. That we have a Lord. Dass wir einen Herrn haben. Who knows everything. Der alles weiß. The inside and outside of me. Der unser Inneres und unser Äußeres kennt. And who has a great plan for me. Good plan for me. Und der einen großartigen, wunderbaren Plan für uns hat. Better than my plans. Besser als meine eigenen Pläne. So let us, as we are celebrating the Sacred Heart of our Lord today. Also und so lasst uns, wenn wir heute das Fest des Heiligsten Herzens Jesu feiern. The heart which burns with love for us. Dieses Fest des Herzens, das aus Liebe für uns brennt. As we sang before. So wie wir das vorher gesungen haben. Let us ask also the Lord to inflame. Let our hearts also be filled with love for you. Und lasst auch das bitten, dass unsere Herzen entflammt werden mit Liebe zu Jesus. And whoever is filled with love for the Lord, automatically they will be filled with love for others. Und wer wirklich mit Liebe zum Herrn erfüllt ist, der hat auch unmittelbar Liebe zum Nächsten. So let us pray. Und so lasst uns beten. Heart of Jesus. Heiliges Herz Jesu. Burning. Yeah. Heart of Jesus. Heiliges Herz Jesu. Burning with love for me. Der du aus Liebe zu mir brennst. Inflame my heart. Entzünde mein Herz. With love for you. Mit Liebe zu dir. Mit Liebe zu dir.
Heart of Jesus. Heilig ist das Herz Jesu. Burning with love for me. Der du aus Liebe zu mir brennst. Inflame my heart. Entzünde mein Herz. With love for you. Mit Liebe zu dir. Heart of Jesus. Heiligstes Herz Jesu. Burning with love for me. Der du aus Liebe zu mir brennst. Inflame my heart. Entzünde mein Herz. With love for you. Mit Liebe zu dir. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.